Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector und ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Manga-Erstdruck. Heute mit einem Titel, wo ich sehr über die Lizenzierung überrascht war, aber mich sehr gefreut habe, weil es ist ein Horror-Manga, über den man sehr, sehr viel Gutes hört. Und zwar dreht sich heute alles um PTSD Radio. Da ist der erste Band. Und ja, ich war auch unter anderem gespannt dahingehend, weil man von dem Autor schon mal was auf Deutsch hatte. Dazu kommen wir auch gleich. Doch erstmal der Inhalt von PTSD Radio. Und hier wird es ein wenig kompliziert zu beschreiben. Ich hab den Band fertig gelesen heute Morgen. Und ich dachte die ganze Zeit so, wie zum Kuckuck werde ich den euch beschreiben. Es ist nämlich eine Kurz-Kurz-Geschichtensammlung effektiv. Also es sind sehr, sehr viele kleine Horror-Mini-Geschichten, die teilweise so ein wenig miteinander verbunden sind, gerade in Bezug aufs Thema Haare. Aber einzelne Geschichten wirken noch nicht so ganz verbunden und dann gibt es auch vereinzelte Geschichten, die eine Fortsetzung voneinander sind, wo allerdings mehrere Kapitel zwischenliegen erstmal, weswegen es einen sehr befremdlichen Lesefluss hat. Aber im Wesentlichen sind es halt einfach alles sehr, eine Ansammlung sehr, sehr kurzer Horror-Mini-Geschichten. Ohne einen großen, einen Protagonisten jetzt. Hat das als Erklärung gereicht? Ich glaube nicht, oder? Deswegen, also ich glaube, das Wiederkehrende ist halt tatsächlich das mit den Haaren. Hier hinten drauf beschreibt, dass der Verlag Tokyopop das halt auch mit Haaren und allem drum und dran. Aber ja, es ist ein bisschen schwer euch vorzustellen. Zu den Grundinformationen. PTSD Radio stammt eben von Masasaki Nakayama. Und von dem haben wir schon mal was auf Deutsch gehabt. Vor 2 Jahren, meine ich, war es. Beim Egmont Verlag in Form von Die Saat der Angst. Damals ein Hardcover-Release, der, glaube ich, nicht so gut ankam. Weil ich habe ihn nicht bei vielen gesehen. Ich habe ihn euch aber rezensiert. Und ja, die Reihe ist, Anführungszeichen, beendet in 6 Bänden. Eigentlich, da schreien sich jetzt so ein bisschen die Geister drüber, sei er nur abgeschlossen, sei er nur vorübergehend pausiert, allerdings seit 2018, also vor 6 Jahren. Und im Internet liest man vieles, oh ja, der Autor ist der Überzeugung, er hätte sich mit PTSD Radio selber verflucht, weil nachdem er daran gezeichnet hatte, wäre so viel Schlimmes passiert. Andere Quellen sagen halt, es ist Bullshit. I don't know, ich weiß nur, er ist pausiert, aber schon seit längerem und für viele gilt dieser Manga halt einfach abgeschlossen mit 6 Bänden. Er erscheint bei Tokyopop für 8 Euro den Band. Hat keine Farbseiten und ist übersetzt von Noreen Adolf. Und nun zu meiner Rezension. PTSD Radio hat das Saat der Angst Problem. Für die Leute, die sich noch an meine Rezension von Die Saat der Angst erinnern, so schön der Release auch war, die Geschichten waren zu inhaltslos und zu kurz. Und genau das ist auch jetzt für mich bei PTSD Radio so ein wenig der Fall. Ich habe Spaß gehabt, versteht mich nicht falsch, aber so im Gesamtvergleich zu allen anderen Horrormanga, die wir dieses Jahr schon teilweise bekommen haben, und auch die letzten Jahre, schwächelt er, finde ich, doch sehr, sehr stark. Aber er hat auf jeden Fall eine geile Horroratmosphäre. Das kann der Mangaka, da brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Es hat was schön Übernatürliches immer, finde ich geil. Also gerade auch mit den Horror-Darstellungen. Das hat schon was. Keine Frage. Aber gleichzeitig, ja, wie viel kann sowas rausreißen? Jetzt muss man sagen, natürlich, hey, 6 Bände ist jetzt nicht allzu viel. Es könnte so ein netter Horror-Manga für zwischendurch sein, aber 8 Euro wiederum ist natürlich eine stolze Geldansage. Und das Problem ist halt, wie eben im Inhalt schon erwähnt, die Storys, die hängen schon so ein bisschen zusammen, teilweise, aber halt auch nur sehr lose. Und dann hast du halt auch Geschichten zwischendrin, die sich einfach so losgelöst anfühlen. So ein bisschen wie bei so mancher Junji Ito-Kollektion, wo ich gedacht habe, okay, die Geschichte passt jetzt irgendwie so gar nicht in den Band rein. Und dadurch, dass halt dann auch zwischen sich verbundenen Geschichten teilweise dann
Kapitel oder zwei oder drei dazwischen befinden, entsteht so ein so unzufriedenstellender Lesefluss, dass ich mir halt auch beim Lesen dachte, ich finde die Atmosphäre ja geil, aber warum zum Fick ist das so kurz? Also zumindest pro Horrorgeschichte 20 Seiten wäre angenehm, sind aber halt nicht 4 bis 6 Seiten, das ist halt nichts. Da kommt gerade so eine geile Horroratmosphäre auf und dann, oh, buh, scary Monster und oder irgendwas Creepies und dann ist es auch einfach vorbei. Das heißt, einem fehlt so, im Englischen sagt man Aftermath. Natürlich nicht in dieser Aussprache, mein TH ist echt beschissen. Aber halt so die Nachwirkung des Auftretens des Monsters, des Übernatürlichen, die fehlt in dem Werk an vielen Stellen gefühlt komplett. Und es gibt so ein paar Geschichten, die waren zufriedenstellend. Gerade das mit dem Mundähnlichen, das war eine coole Geschichte. Aber es ist halt auch so einiges, wo man denkt, das hast du so vor dich hingelesen. Und da ist halt das Problem, dieser eine konstante rote Faden fehlt einfach komplett. Und es ist zu kurz, als dass es man wirklich eine dauerhafte Atmosphäre aufbaut. Und es ist schade drum, weil der Mangaka eben in diesem Band selber auch zeigt, der kann geile Atmosphären schaffen. Ich würde mir wahrscheinlich auch nächstes Jahr, wenn der 6. Band raus ist, alle die anderen 5 Bände noch holen, dann schön wupp, ein Stück weglesen. Aber muss ich halt auch sagen, als mein Fazit PTSD Radio, ich habe mir mehr erhofft, weil ich auch im Vorfeld so viel Krasses davon gehört habe. Ja, Atmosphäre, geil, aber zu kurz. Einfach zu kurz. Da hast du auch auf Deutsch, finde ich, besseren und deswegen kriegt von mir der 1. Band so eine, 6 von 10. Doch, ich fand's halt nur okay. Das ist ein bisschen schade, weil wir leider viel zu wenig geilen Horror auf Deutsch kriegen. Aber ja, so viel von mir. Habt ihr PTSD Radio gelesen? Wenn ihr, wie fandet ihr, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und Splash of Pizza. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.